Hallo, 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 wie immer fummel ich an der Lampe herum. Ja. So, merkt ihr das eigentlich? Wird das heller? So, wir machen heute ein Freitags-Make-up. Freitag, heute mal ein bisschen Glam. Und zwar machen wir auch so Goldakzente oder so mit dem Bronzer. Und wir nehmen heute den Foundation Stick, weil der gerade bei Damen in meinem Alter verleiht er ein bisschen Glow. Also der mattiert nicht, was auch ab 50 nicht so das Ideale ist. Hallo, Christine. Ab 50 sollte man nicht mehr so mattes Make-up nehmen. Außer man hat natürlich total trockene Haut. Wir nehmen erst einen Primer. Der Primer ist der Untergrund fürs Make-up, der füllt die kleinen Fältchen auf, sorgt dafür, dass das Make-up länger hält, dass es nicht abfärbt und einfach macht, einfach wie bei so einem Gemälde, wo man zuerst die Leinwand bearbeitet, so macht der Primer die Haut schön glatt, ein schöner glatter Untergrund für die nachfolgende Foundation. Manche nehmen auch den Primer nur wie so eine Creme, habe ich zu viel ausgedrückt, wie so eine Creme, einfach um den Benefit mitzunehmen, dass die Fältchen geglättet werden, im Sommer zum Beispiel, einfach auch ohne Make-up. So, mir lasse diesen 5 Minuten einwirken. Merkt man eigentlich auch, wenn hinlangst, merkt, ob es eingezogen ist. Aber meine Faustregel ist 5 Minuten. So. Wir nehmen diesen Lidschatten, Enzi heißt der. Und der heißt Delicious. Das ist ein dunkler, also wir werden vorsichtig sein. Entweder den oder mein altes, erprobtes Earthly. Warte mal gucken. So, bisschen Glam, also Glitzerlidschatten, bisschen Glow mit dem Foundation Stick. Und dann haben wir ein tolles Freitags-Make-up. So, wir nutzen die Zeit, biegen uns die Wimpern. So. So. Ich zähle da immer auf 30. Macht's einfach, solange wie ihr euch wohlfühlt. Hallo, mein Schatz. Mein größter Supporter. So. Immer aufpasse, seht ihr? Schon Unterschied. Die sind gar nicht gebogen und die kommen natürlich viel mehr zur Geltung, weil die ragen hier so gerade raus. So. So, das andere auch. Bis wir da fertig sind, ist dann der Primer eingezogen und dann machen wir mal den Foundation Stick. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, dass das Wetter bald besser wird. Sonntag ist Muttertag. So. Will man ja nicht bei so einer Kälte sein. So. Okay. Ein bisschen was mal einziehe. Pinsel raussuche. So. Ich glaube, jetzt ist es schon. So. Beim Foundation Stick könnt ihr euch Zeit lassen. Ihr könnt den auch zum Konturieren benutzen, indem ihr hier dunklere Teile macht, um euer Gesichtsform zu betonen. Einfach ein paar Striche. Hat eine sehr starke Deckung. So. Mit dem Pinsel, also ich mache es mit dem Pinsel. Wo ich am liebsten Make-up verteile. Ich finde, es geht einfach am exaktesten und ohne Rand. So. Könnt ihr euch auch Zeit lassen bei der Sprühfoundation. Sollte man ziemlich schnell sein beim Verblenden, weil die sonst trocknet und das Airbrush-Finish weg ist. Beim Stick könnt ihr euch einfach Zeit lasse. So. Hier ist was aufgekratztes.
Hier kann man jetzt praktisch schauen, wo fehlt noch. Immer ein bisschen auch der Hals runter blenden. So. Damit es da keine Ränder gibt. So. 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 Sind wir wieder auch im Spiegel gucken. Ich sehe das relativ dunkel im Handy. So. Deswegen muss ich noch in den Spiegel gucken, dass ich nachher sehr merkwürdig aussehe. So, wir nehmen Concealer, um unsere Makel zu bedecken. Da hat eine riesen Pipette oder wie sagt man da, Applikator. Ein bisschen aufpassen, ich krieg so Altersflecke. Dass die da nicht überhand nehmen. So. Hier ganz wenig. Ich lasse das jetzt immer etwas antrocknen. Das um die Augen nicht. Das solltet ihr gleich verblenden. Und zwar dreieckig. Nichts so halbrund, sondern in einem Dreieck bis hier unten auslaufen lassen. So. Einfach drei Punkte. Und ich nehme absichtlich nicht die Seite mit dem Loch, weil sonst zu viel rauskommt. So. Und hier einfach so nach unten verblende. Wenn er zu viel erwischt, geht er einfach mit dem Kabuki nochmal drüber. Dieses Tupfi so fest. Es wird nachher verblendet. So einfach. Ist auch noch so eine Seite. Sieht ziemlich zerstört aus bei mir. So. Das lässt sich dann super verblenden. So. Immer aufpassen mit dem Concealer unter der Auge, wenn er zu viel nimmt. Dann lenkt ihr die Augen noch mehr auf das Problem, weil es dann auffällt, weil der dann in die Falten rutscht. So. Hier noch etwas. Immer wieder, wenn ich so. 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 Rouge. Können wir jetzt natürlich auch Bronzer nehmen. Aber, ja, machen wir mal zuerst. Er hat eine matte Seite, die dunklere, und eine schimmernde Seite. Man kann die beide zusammen mischen oder einzeln benutzen. Ich nehme sie jetzt gemischt. Wenn ich euch, also ich gehe jetzt ganz über beide, unter der Wangenknochen. Hier unterm Haaransatz. Haaraufsatz. Hier kann man übrigens, wenn man eine hohe Stirn hat, kann man diese sehr schön optisch niederer erscheinen lassen oder nicht hoch. So. So, das machen wir mit einem kleineren Pinsel. Und zwar mit dieser schimmernden Seite, die nehme ich nämlich als Highlighter. So. Natürlich könnt ihr Bronzer auch ohne Make-up benutzen. So, wir nehmen Augenprimer. Rouge auch noch, aber der Augenprimer, seht ihr mal, so wenig braucht er für beide Augen. Und ruhig bis unter die Augenbraue verteilen, weil man tut ja oben auch oft Highlighter oder so unter der Augenbraue. Damit der auch schön hält. So, Rouge nehmen wir mal heute so ein Sappel. Das
Sabbeln, denke ich mal an Sabbeln. Das tun wir jetzt hier so leicht. Leicht auf den Bronzer praktisch drauf. So. Hier auch ein bisschen Farbe. So. Wird nachher auch verblendet. So. Wo ist der Deckel von dem Stift? Egal. So, jetzt nehmen wir mal dieses Enzi aufs ganze bewegliche Lid. Pinsel. So hellbraun. Passt irgendwie, finde ich. Halt, zu Gott. Das ist schon das Falsche. Passt irgendwie gut. Zu meinem Oberteil, habe ich gedacht. Genau. Ich glaube, das war fast einer von meinen ersten Lidschatten von Unique NC. So. Schön aufs bewegliche Auge. Aufs bewegliche Augenlid, nicht aufs Auge. So. So. Jetzt probieren wir mal diesen Braunton, ob der nicht zu dunkel ist. Also das Marvelous war echt der Hammer. Ich glaube, wir machen gleich Earthly. So sieht es aus. Ne, wir versuchen es jetzt. Jetzt mache ich immer so schräg, das ist wie so ein Lifting. Ja, das glitzert beides jetzt. Weiß ich nicht so recht, ob mir das zu dunkel ist oder nicht. Aber irgendwie geht es nicht jetzt mit so einem längeren Pinsel vielleicht. Auch nicht zu viel. So. Verblendungspinsel. Jetzt probieren wir mal aus. Nee, lässt sich gut verblenden. Ist nicht so dunkel. Schon befürchtet, dieses Marvelous kostet mir echt der letzte Nerv. Das ist so dunkel. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr nehmen. Es lässt sich nicht verblenden und ich mag das nicht so dunkel. So. Ein bisschen Glam muss sein. So. Das können da diese unqualifizierte Zwischenrufe, falls ihr die hört, die gehören meinem Sohn. Der hat das Zimmer nebendran. So. So. So, so ist es schon recht gut. Finde ich so faszinierend, was man mit Make-up machen kann, ist irgendwie schon hammermäßig. So.
Ja, auch. Heute jetzt natürlich auch mehr wie sonst, weil heute soll es ja Glam sein. So. So. Hören sich so kalt. Also ich kann mich nicht erinnern an einen Mai, wo es so sehr kalt war. 7 Grad. Echt grässlich. Und am Sonntag soll es 28 Grad werden. Also sehr merkwürdig. So. Hoffe, ihr habt auch ein schönes Wochenende. Wenn jemand gern sich nebenher ein Standbein aufbauen will. Mit Unique geht es super gut. Kriegst alles, was du brauchst für 107 Euro Startkapital. Eigener Webshop, eigenes Büro, Training, alles sind alles, das ist bei den 107 Euro dabei. Drum, mein Spruch ist, überleg nicht lang, fang dein eigenes Business an. So. So, sehen wir es gleich. Halt, das war's falsch, ey. Wirklich Network Marketing, dieses bescheuerte Geschwätz, das wäre ein Pyramidesystem, das stimmt gar nicht. Und wenn alles ist, ist ein Pyramidesystem. Überall, wo es einen Chef gibt, ist eine Pyramide, wo die untere Arbeiter und der obere der Chef ist. Also, ich glaube, hier ist ein bisschen Ärger. So, Wimpern haben wir gebogen. Mama Kajal. So, weißer Kajal. Auf die Wasserlinie. Vorsichtig, nicht stechen. Lippenstift weiß ich noch nicht. So. Lippenstift weiß ich noch nicht heute. So. Braune Kajal. Steckt verkehrt rum drin. So, das ist der dunkelbraune. Ein bisschen verlängern. Ich mache das nicht ganz bis in den Augenwinkel, weil das das Auge optisch auch verkleinert. So. Kann man auch ein bisschen weiter hier hochziehen und dann einfach auch verblenden. Kann zum Beispiel einfach ein Hashtag dahin malen und dann hat man ein Ruckzuck-Smoky-Eye. So. Ich kann auch den Kajal verblenden. So. So, wir nehmen die 4D.
Heute wollen wir ja glämmen, also machen wir erstmal mit der Twisted. Alle Härchen vorher und dann gehen wir mit der 4D drüber. Und haben ein wunderbares Ergebnis. Auch bei Schlupflider besonders immer die untere Wimpern mit Tusche. Damit das Auge eingerahmt wird. So. Einfach die, da kriegt ihr jede einzelne. So. Die untere lasse ich natürlich besonders gut mit dieser kleinen Bürste bürsten. So. Jetzt gehen wir noch einmal mit dieser Twisted. Ist auch schon ganz toll in der Wirkung, aber wie gesagt, noch nicht glamourös genug. So. Also die ist super, die Bürste. Die trennt die Wimpern echt. Super. Seht ihr, fast keine zusammengeklebte. So, bevor wir mit der 4D drüber gehen, mache ich aber noch Highlighter, weil ich glaube, der Bronzer ist mir doch zu dunkel. Nein, den gestern. Immer wenn ich aufräume, muss ich alles suchen. Ihr Benevolent. Das ist auch so. Zack, der ist heller praktisch wie der Bronzer. Und dieses. So ein Pinsel, habe ich neulich gelesen. Bleistiftpinsel passt. Ja, lässt sich gut arbeiten. Weiß gar nicht, für was da sonst ist, aber mit der Spitze. Einfach so unter der Braue aufhelle. Sieht schon geöffnet aus. So. Hier noch ein Punkt und hier noch ein Punkt. So. Ich glaube, mein Puderpinsel ist jetzt versaut. Jetzt muss ich mal gucken, haben andere mit diesem Puderpinsel. Genau. Da sieht das hier mit Rouge und verblende. So, jetzt kommt die 4D-Mascara. Hier. Ihr wisst, zick, zack. Ah, schon einfach. Unglaublich, guck mal. Der Unterschied. Ah. Das Kind schreit unflätig rum. Ich hoffe nicht, dass man das hört. Das ist ein bescheuerter Fussel. So. Schön drehe, dass ich die Fasern verbinden könne.
Irgendwie dieses Auge ist nicht mein bevorzugtes Auge zum Schminke, weil das irgendwie. Man kommt an ein. Kennst du das? Ein Auge lässt sich besser schminken wie das andere. So. So. Die Augen sind ja jetzt schon sehr auffällig. Jetzt weiß ich nicht, was für ein Lippenstift. Ob ich einen Splash nehme oder ein ja, Appetit wäre vielleicht ganz gut. Aber ich nehme vorher einen Lip Liner, damit der Lippenstift nicht in die Fältchen geht. So, könnt ihr ja eure Lippe auch vergrößern. Ich gerade habt da Make-up drauf geschmiert. Ja, ich glaube Appetit. Rosa. Ja, das ist gut, nicht so auffällig. So, jetzt tuschen wir aber noch einmal unsere Wimpern und dann sind wir fertig. Weiß nicht, ehrlich gesagt, was ich ohne die 4D mache, hätte man meine Wimpern gar nicht sehen. Bevor ich die kennengelernt habe, die Wimperntusche, war ich auf der Suche nach allen möglichen guten Wimperntuschen. So, hier ist mein Kamm. Hier. Wenn das getrocknet ist, lässt sich das auch prima auskämmen, die Wimpern. Aber ich habe es schon mal zu früh gemacht, dann wird alles noch viel schlimmer. So, noch eine Schicht. Kann man auch ruhig nur die Spitze nehmen. So. So, Setting Spray und wir sind fertig. Passt der Lippenstift? Ja, passt. Auge zu. So, danke schön, mein Schatz. So, meine Lieben. Meine Haare besser wie vorher. Oh. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich glaube, einmal hat Christine reingeschaltet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und hier war für euch wieder die Iris Riedel von Unique by Iris. Wir sehen uns am Montag. Bis dann. Tschüss.